Eine Hütte. Einfach so eine Hütte mitten im Nirgend. Ach krass. 1700 Kalorien, die gute Nahrung. Was ist das hier für eine Hütte? Ich hätte nicht... Unfassbar. Man sollte sich also doch auch abseits der Wege mal ein bisschen umschauen. So ein bisschen Soda kriegen wir auch noch. Ist hier noch irgendwas drin? Nein. Die Kästen können wir natürlich auch nicht runternehmen, falls da drunter irgendwas ist. Noch ein Hunting Knife. Na, vielen Dank auch. Noch ein Accelerant. Patronen wären mir übrigens lieber gewesen. Oder vielleicht, vielleicht können wir ein Hunting Knife... Wir brauchen ja eh nur eins. Eins können wir auseinandernehmen, dann können wir nämlich die Knarre noch ein bisschen reparieren. Das reicht dann wieder für mindestens ein, zwei Wölfe. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Feuer können wir hier nicht machen, ne? Es gibt in dieser Hütte keinen... Die wohnen hier zu dritt, aber haben keinen Ofen. Vielleicht war es ja ein Rückzugsort, ich weiß es nicht. Hunger haben wir nicht mehr so viel. Zwei Raw Venison, die könnte man theoretisch überm Feuer braten. Aber hier haben wir noch ein bisschen was. Condition 42%. Das können wir theoretisch essen. Ich will aber nicht, dass es weg ist. Deswegen schlafe ich vielleicht erstmal ein bisschen. So. Schlafen bis, sagen wir mal, 23 Uhr. Sagen wir mal bis 0 Uhr. Erstmal 4 Stunden, dann können wir zwischendurch aufwachen und was schlafen, was essen und was trinken. Ich hoffe, das Bett finde ich gleich wieder. Mit einer Leiche im Raum zu schlafen, ist auch so ganz merkwürdig. 10 Tage! 10 Tage! 10 Tage! So, dann kann ich mal eben was essen. Und zwar 1750 gibt das wieder. Lohnt sich leider nicht völlig, aber immerhin... Brauchen wir das Wolfsfleisch? Ach, wir haben sogar noch ein bisschen was übrig für 177 Kalorien. Das heißt, er isst nur genauso viel, wie er braucht. Okay, das wusste ich bisher auch nicht. Hier ein Soda brauchen wir nicht. Das hat 175 Kalorien. Die sparen wir uns lieber, auch wenn das Condition 30% hat. Die können wir am nächsten Morgen trinken. So, und jetzt schauen wir mal, dass wir um 5 Uhr aus dem Bett steigen. Da müssen wir auch mega entspannt sein. 100% Condition haben wir schon jetzt. Super. Ein neuer Tag. Ein neues Wetter. Den haben wir schon durchsucht, ja. So, Durst und Hunger. Das heißt, ich trinke erstmal das Summit Soda, bevor es völlig abkackt. So, das sieht doch schon besser aus. So, völlig entspannt und 100% Condition. Das heißt, jetzt kommen 3 Wölfe und bringen uns um. Hallo? Es ist tatsächlich noch sehr, sehr dunkel. Das Problem ist, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch irgendwie eine Stunde in der Hütte machen soll. Eine Stunde schlafen ist irgendwie so verschwendete Zeit. Ich versuche mal mein Bestes, hier Wölfe zu erkennen, sobald irgendwo welche sind. Ich weiß nicht, ob das ein Wolf ist. Ich sehe nichts. Ich glaube, das ist nur so ein Buppel vom umgestürzten Baum. Oder? Es bewegt sich zumindest nicht. Wo sind wir hier? Es ist nur ein Buppel vom umgestürzten Baum. Das heißt aber nicht, dass es hier keine Wölfe gibt. Ist das da eine Höhle? Das wäre es ja noch. Nein, es ist nur ein Baum, der in den Felsen wächst. Was Bäume eben so tun, wenn ihnen langweilig ist. Komm mal da hoch. Es muss es schaffen. Ja, 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 es ist anstrengend. Ich weiß, aber du schaffst das schon. Du stapfst das schon. Ich höre zum Glück auch noch kein Wolfsgeheul hier irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind, ehrlich gesagt.
Boah. Was? was? Nochmal vorsichtig. Hier geht man also durch und da ist das Geländer, wenn man auf den Berg geht, glaube ich. Wir sind hier über dem Bergweg. Und ich habe das Gefühl, ich bin auch hier selber im Berg irgendwo. Also hier ist ein Level-Error. Da kommen wir einfach nur runter. Ich frage mich, ob wir jetzt zum Bergweg gehen, ob wir weiter hier hinten rumgucken, ob wir noch irgendwas finden. Ich traue mich noch nicht mehr hier runter zu gehen und ich glaube, da war auch nichts mehr, ne? Nee, da sehe ich auch nichts mehr. Da war einfach nur eine versteckte Hütte. Dann gehe ich das Risiko mal nicht ein, dass wir uns ein Füßlein brechen. Das möchte ich nämlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir Bandagen mithaben überhaupt. Wobei, das Risiko haben wir hier ja auch. Ich verstehe das hier nicht ganz. Hier muss man lang, wenn man zur Hütte geht. Von da kommen wir auch. Aber wir sind dann wo? Wir sind dann hier durch den Berg gekommen. Tatsache, man kann hier einfach durch den Berg gehen. Na klar, warum nicht? Natürlich, das ist normales Bergverhalten, dass man einfach so durchschlüpfen kann. Ist doch super. Kann man die Hütte von da aus sehen? Ich könnte nämlich schwören, ich hatte irgendwas gesehen vom Geländer aus. Ich weiß aber überhaupt nicht mehr, was es war. Könnte ja die Hütte gewesen sein. Da ist der umgestürzte Baum, glaube ich, den wir gesehen haben. Aber die Hütte sehe ich von hier aus gerade nicht. Aber kann sein, dass es war. Ich weiß es nicht. Ich will mich jetzt auch nicht allzu lange hier aufhalten. Dann haben wir immer noch ein bisschen... Okay, dem jungen Mann ist kalt. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht haben wir die Klamotten wieder nicht überprüft. Wir können leider, obwohl doch ein Feuer können wir hier natürlich machen. Ich vermute mal, dass da ist auch nichts. Nein. Hier war noch irgendwo der Wolf. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ich hoffe, sollte ich das Gewehr brauchen gleich, dass es nicht kaputt geht. Ich hoffe und bete. Wir haben noch 3 Kugeln und das wären 3 Ladungen Fleisch. Und ich möchte das Gewehr vorher unbedingt heile machen. Ich muss den Dosenöffner kaputt schlagen. Da kriege ich noch ein paar Metal Straps bestimmt raus und damit könnte ich das Gewehr ein bisschen reparieren. Das heißt, wir müssen echt am Limit schauen, was wir nutzen und was wir nicht nutzen. Scheiße. Jetzt haben wir das Haus entdeckt, jetzt will ich hier links und rechts gehen, weil da die Bäume auch kaputtgeschlagen sind, will ich in diese Richtung gehen und überall gucken, abseits der Wege, ob da noch irgendwas steht, weil ich glaube, hier gibt es noch einiges, was wir nicht gefunden haben. Aber ich will andererseits auch nicht Hals über Kopf, jetzt wo wir uns zu Tode frieren, will ich natürlich nicht einfach so irgendwo in die Wildnis laufen, sondern ich will das schon natürlich mit Vernunft machen und natürlich auch Vorsicht walten lassen, denn es geht ja immer nur ums Überleben und das hängt... Auch wenn es uns gerade gut geht, aber man hat es schon mehrfach gesehen, das Überleben hängt immer am seidenen Faden. Einmal nicht aufgepasst, einen Fehler gemacht und schon ist alles im Arsch. Im momentan recht zugefrorenen Arsch. Das da bringt mir auch nichts, da können wir kein Feuer machen. Das heißt, ich laufe jetzt erstmal wieder nach Hause zurück und wir kommen später wieder. Ich schaue hier natürlich immer links und rechts, ob wir da noch irgendwas sehen und finden.
Dann kommen wir zumindest auch pünktlich nach Hause, um das Fleisch noch zu braten, das wären die Sonnen, das wir gefunden haben. Da würde ich zum Beispiel auch sehr gerne lang gehen. Da ist doch bestimmt noch irgendwas. Das lädt ja förmlich dazu ein. So, mal gucken. Hier, Firestriker, Reclaimed Wood, 76%. Brenne, 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 brenne. Ja, 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 ja. Ah, sehr gut. So, ich hock mich mal ans Feuer. Die alten Knochen wärmen. Die Kälte sitzt in meinem Fleisch, in meinem Blut. Meine Gliedmaßen sind taub, wie auch meine Seele es ist. Hey. Was? I'm so cold, I'm warming up again. Ja, ach so, wirklich. Du sitzt ja auch am Feuer, du Professor. Also der Typ, den wir spielen, hat natürlich auch einen Sonderschulabschluss. Ein Warming Up Again, da sehe ich nichts von. Dann warm doch mal ein bisschen ab. So, können wir das hier gucken eigentlich? Campfire, so, lalalala, geht noch 16 Minuten. Ich pack mal ein bisschen Reclaimed Wood drauf. Und versuche mal zumindest ein bisschen was zu kochen dann. Weiß nicht, ob es klappt. Aber dann vergeht die Zeit schneller und wir müssen uns theoretisch auch aufwärmen können. Jo, es klappt. Super. Dann schmelze ich nochmal ein bisschen Wasser ein. Das klappt auch sehr gut. Abkochen kann ich es, glaube ich, nicht. Deswegen versuche ich einfach nochmal weiter Wasser abzuschmelzen. Ja, ja, essen können wir auch gleich. Wir haben ja Wärmesonnen. Boah, perfekt. So, Hunger, Wolfmeat, 82%. Das ist auf 56, deswegen essen wir das zuerst. Und das ist mir auch ein bisschen sicherer gegen Krankheiten. Ja, leck mich doch am Arsch. Oh, I feel like I'm gonna die. Der Typ, ey. Sicherer gegen Krankheiten. Okay, ab heute sind Wölfe freiwillig. Ich dachte, es liegt am Fleisch, aber es liegt einfach nur daran, dass wir hier, naja, wahrscheinlich nur eine sehr einseitige Ernährung haben. Fleisch, Fleisch und noch mehr Fleisch. Da hast du nicht die Auswahl, ob du Vegetarier bist. Da kannst du dir mal ein bisschen an der Rinde knabbern, aber das bringt dich leider nicht sehr weit. Es wäre natürlich schön, wenn der Mensch dafür ausgelegt wäre, tatsächlich auch dieses Vegetariertum komplett auszuleben, dass man zum Beispiel Baumrinde essen könnte, dann wäre der Welthunger passé. Wo sind wir denn hier? Wir sind am Fuße des... Es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie der Mount Everest. Jetzt kann ich es ja erzählen. Prahl, prahl. Nee, war schon sehr geil, muss ich ja zugeben. Das war echt ein Erlebnis. Das wird man, glaube ich, nicht mehr wirklich toppen können. Ich weiß es gar nicht. Wow. That hurts a lot. Ach, willst du mich verarschen? Ich gehe den Berg hoch und er knickt jetzt hier um. Ich hab's ja erzählt. So, First Aid, was haben wir denn? Sprained Ankle, Painkillers und Antibiotika. First Aid. Antibiotika haben wir nicht, komischerweise. So, wenn er sich jetzt den zweiten auch noch bricht, dann ist er aber vorbei. Ich weiß gar nicht, wo ich irgendwo hinkomme. Ich wollte hier nochmal hochlatschen, um zu gucken. Aber an Höhen soll man wahrscheinlich nicht rennen, wie es aussieht. Das habe ich mir gemerkt jetzt. Zumal das auch sehr, sehr anstrengend sein müsste. Condition 88%. Na super. Schön, dass wir noch ein Feuerchen gemacht haben. Und kälter wird es ja wahrscheinlich... Oh, ich wollte schon wieder rennen. Kälter wird es wahrscheinlich auch gleich wieder. Eigentlich wollte ich nochmal gucken, ob hier oben noch irgendwas ist. Aber hier oben ist natürlich bei dem einen finsten Haus, bei dem anderen finsten Mittelfinger.
So, ich gehe mal ein bisschen vorsichtiger nach unten, denn ich möchte nicht riskieren, dass wir hier zwei Sprained Ankles haben und dann brechen wir uns noch ein Bein und dann noch die Arme und dann... Boah, die Aussicht ist schön. Ich wünschte, die Bäume wären hier nicht in der Nähe, dann könnte man die ganze Aussicht sehen. Sieht schon geil aus. Also das Spiel, muss ich sagen, Respekt. Ich frage mich, was da noch alles kommt, wie das noch ausgebaut wird. Es gibt natürlich noch eine weitere Map, die wird es auch noch geben. Trotzdem frage ich mich natürlich, was noch alles integriert wird, so an Content und so, weil momentan, es gibt ja, man kann am Anfang ein bisschen die Karte erforschen, die ist auch nicht so mega groß, wie man feststellt. Wir müssen dringend zurück übrigens. Wir müssen ein bisschen hinlegen. Die Karte ist nicht so mega groß. Die hat man doch relativ schnell in Übersicht. Wenn man erstmal, am Anfang kommt es einem riesig vor, die Karte. Riesig. Weil man auch nicht genau weiß, was einen erwartet. Aber sobald man irgendwie die Grenzen ausgelotet hat, geht's eigentlich. Und ich frage mich, A, was kommt halt noch an Karten? B, was kommt an Content? Und C, wird es vielleicht irgendwann mal auch irgendwie so eine Random-Card geben? So eine prozedural generierte, wie es ja immer so schön heißt. Dass man quasi, dass kein Spiel quasi wie das andere ist. Weil momentan haben wir das Problem, ist ein bisschen wie bei Forest eigentlich. Momentan haben wir das Problem, dass alles immer irgendwie gleich ist. Ja, ich erzähle weniger. Halt's Maul. Dass alles irgendwie zwar gleich ist. Nee, ich meine, dass wir random Sachen verteilt haben. Jetzt war ich ein bisschen raus. Dass die Sachen random verteilt sind. Aber, kann ich überhaupt noch laufen? Ja. Wir humpeln beim Laufen. Cool. Also, die Sachen sind random verteilt, die man findet. Man braucht eine Menge Glück. Aber die Karte ist halt immer wieder dieselbe. Und ich glaube, nach dieser Runde werde ich also auch erstmal The Long Dark ein wenig pausieren, denn letzten Endes machen wir hier auch immer nur dasselbe. Und nachdem man so ein bisschen die Häuser abgeklappert hat, läuft es darauf hinaus, dass man dann quasi nur noch irgendwie Holz sammelt, um damit Wasser einzuschmelzen und irgendwie Fleisch zu sammeln und natürlich seine Sachen, seine Geräte irgendwie ständig zu nähen und zu flicken, die irgendwie, also eine Knarre, die bei jedem Schuss total kaputt geht, ist irgendwie auch komisch. Das wurde so ein bisschen künstlich erschwert hier und da, habe ich das Gefühl. Und andere Sachen sind aber dafür etwas leichter als in der Realität. 81%. Wir kommen auf jeden Fall noch nach Hause. Und dann hauen wir uns Antibiotika rein und pennen erstmal eine Runde. Ich bin nur erkunden gegangen. Ich habe nicht mal gegen Tier gekämpft und schon haben wir Nahrungsmittel ver... Ne. Ach, hör auf. Das ist doch wohl ein Witz. Scheiße, 80%, okay. Jetzt gilt's. 79%, jetzt gilt's. Ich weiß nicht genau, ob wir lebend nach Hause kommen. Ich muss über den Fluss, ich will den Wolf nicht erschießen. Ich möchte den später frisch ernten, sozusagen. Das heißt, ich muss den Umweg über den Fluss nehmen und ich weiß nicht genau, ob unsere 78% dafür ausreichen werden. Obenrum kein Problem, untenrum ist ein Umweg. 78%. Oh oh. Ich frage mich, ob die Wölfe wiederkommen, ob da neue Wölfe kommen, 77%. War das jetzt der aus dem Wald, den wir mal jaulen gehört haben, wenn wir da lang gegangen sind, oder ist das jetzt ein neuer Wolf? Vermehren die sich? Ich weiß, dass das bei den Rehen so ist. Je nachdem, 76%. Tired sind wir jetzt auch noch. Oh nein, bitte sag mir nicht, dass wir dann übertired sind und nicht mehr richtig laufen können, weil dann sind wir ganz am Arsch. Wenn jetzt noch einsetzt, dass wir nur noch schleichen können, dann ist alles vorbei. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. 75%. Ruhe da oben! So, wenn jetzt hier auf dem Flussbett noch ein Wolf rumläuft, dann muss ich aber leider den Programmierer boxen. Ich frage mich echt, also die... Nein, wir sind exhausted. Nein! I'd lay down right here if I thought I'd ever wake up again. Oh oh. Und jetzt hat's uns erwischt. Jetzt, Alter. Nein! 73%, okay. Ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass wir es schaffen können. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Wahrscheinlich fällt uns ein Felsen auf den Kopf oder wir brechen im Eis ein oder irgendwas oder ein UFO oder ich weiß nicht. Was kann denn noch passieren? Wölfe finden die Panzerfaust. 72%.